So, dann zur Schwangerschaft. Also Schüsslersalze sind wirklich ideal für die Schwangerschaft. Viele Frauen haben ja einen Eisenmangel und kommen mit den Eisenpräparaten überhaupt nicht zurecht. Da würde ich dann die Nummer 3 empfehlen. Und Eisen eher als Saft, der ist bekömmlicher und dann aber in Kombination mit der Nummer 3, dann geht das oft viel besser mit dem Eisenwerten. Unter Umständen ist bei Krämpfen an die Nummer 19 zu denken in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, vor allen Dingen, wenn es darum geht, mehr in die Hingabe zu gehen. Also anthroposophisch gedacht geht es dann darum, das Ego und die eigene Ich-Persönlichkeit hinter sich zu lassen und sich zu öffnen für das andere Leben und in die Hingabe zu gehen. Und wenn einem das nicht gelingt, wenn man sehr verkrampft ist, dann kommt es eben zu Muskelkrämpfen. Und da hilft dann oft Cuprum Arsenicosum. Du kannst auch die Nummer 2 und die Nummer 7 probieren bei Krämpfen immer. Bei einer Schwangerschaft denkt man aber auch dann häufig an Cuprum. Ganz wichtig in der Schwangerschaft natürlich, dass die Knochen und die festen Strukturen unterstützt werden, gefestigt werden und gleichzeitig aber eine Elastizität gegeben ist, damit nachher der Geburtskanal weich ist, damit es nicht zu einem Kaiserschnitt kommen muss oder zu einem schlimmen Dammriss. Kannst du da sehr gut vorsorgen, dass du gleichzeitig stabil und flexibel bleibst. Auch gerade die Salben, an die Salben denken für den Bereich, der dann gefordert wird. Den Damm mit der Salbe Nummer 1 zum Beispiel einreiben, den Bauch einreiben, die Adduktoren, also die Muskeln, die so am Becken ansetzen, mit der Nummer 1 einreiben, damit du wirklich da ganz geschmeidig bist und die entsprechenden Salze auch einnehmen. Wenn du unter Energiemangel leidest in der Schwangerschaft, was ja auch sehr häufig der Fall ist, dann an die 2, 5 und 7 denken, aber natürlich auch an sehr, sehr gute Ernährung und ausreichend Schlaf- und Ruhephasen. Du versorgst einen zweiten Organismus mit. Da brauchst du auch noch bessere Qualität beim Essen. Nicht unbedingt mehr Essen, aber noch bessere Qualität und auch wirklich mehr Ruhe. Und viele Frauen haben auch Verdauungsbeschwerden in der Schwangerschaft, also die dann bis zu Hämorrhoiden ja gehen können. Bei Hämorrhoiden dann auch an die 1 und die 11 denken, aber damit die Verdauung reibungslos läuft, die 8 und die 9 und die 10. Es gibt dann ja auch oft viel mehr Eindrücke zu verdauen und zu verarbeiten von innen und von außen, was da alles auf einen einprasselt. Auch da beim Thema Verdauung immer dran denken. Und das kannst du mit der 8 und der 9 und der 10 unterstützen. Ja, grundsätzlich kommen natürlich alle Schüsslersalze für die Schwangerschaft in Frage, aber die hier sind besonders wichtig. Und auch wenn du eine Erkältung hast in der Schwangerschaft zum Beispiel, man sollte ja wirklich keine anderen Medikamente nehmen, dann kannst du dir da mit Schüsslersalzen sehr, sehr, sehr gut helfen. Und gleichzeitig ist natürlich, sind diese ganzen Salze auch gut für das werdende Kind. Denn auch das will ja optimal versorgt sein und einen optimalen Start ins Leben haben. Und da tust du auch wirklich deinem Kind schon was Gutes, zum Beispiel mit der 1, 2 und 11 für das ganze Knochengerüst, für den Aufbau der Knochen und Strukturen. Ja, ich denke mal, das war viel. Das kannst du dir in Ruhe nochmal angucken, oder bei Bedarf nochmal wiederholen, wenn es dann soweit ist.